So, jetzt sind wir bei der, glaube ich, schon vorletzten Aufgabe sogar. Suche das versteckte N im Ladebildschirm, harte Fakten. Kurz zum Ladebildschirm. Ihr seht ja, hier seht ihr es auch sogar schon. Ihr sind hier im Hangar, aber den Ort werde ich euch gleich direkt zeigen. Wie gesagt, kurz in eigener Sache. Ihr seht unten den Creator-Code. Ihr könnt ihn gerne eintragen. Ich zeige euch nur gerade wo. Hier unten rechts auf Unterstützer einen Creator. Da YT-FamilyHack eingeben. Und schon habt ihr mich allein schon damit unterstützt. Warum ich das Ganze sage? Weil, logischerweise, ihr unterstützt mich. Ich kriege davon ein bisschen was ab, was ihr so ausgebt. Und dafür gebe ich euch natürlich auch was zurück. Nämlich schon morgen. Morgen verlose ich um 18 Uhr auf YouTube extra im Livestream einen Skin aus dem Shop, der halt morgen aktuell ist. Also guckt euch an, was morgen im Shop ist. Wenn was dabei ist, macht gerne beim Gewinnspiel mit. Aber vergesst nicht, mir auf jeden Fall eine Freundschaftsanfrage zu schicken. Nämlich an YT unterstrich Family Hack. Wie ihr das schreibt, ist egal. Hauptsache die Buchstaben und die Kombination stimmt. Wie ihr seht, ist egal, wie man schreibt, aber ich kann ja nicht selbst als Freund sein. So, warum müsst ihr das machen? Weil ich sonst euch den Skin nicht schenken kann. Weil wir sehen hier, der Brian zum Beispiel ist schon einen Tag jetzt mit mir befreundet, sonst steht er halt erst nach 2 Tagen kann das verschenkt werden. Und würde er rein theoretisch jetzt im Livestream was gewinnen, könnte ich ihm noch kein Geschenk schicken, erst morgen. Deshalb schickt bitte eure Freundesanfragen raus, damit ich diese annehmen kann und ihr natürlich auch was geschenkt bekommen kann, könnt. Deshalb, ansonsten müssen wir nämlich einfach warten, bis ihr quasi die Freigabe hier habt und ich euch was schenken kann. Aber ich werde mich dann halt so bei euch melden, schreibt mir das auf, wer noch was zu kriegen hat. Also macht euch da mal keine Gedanken. Teilnehmen könnt ihr trotzdem morgen im Livestream. So, jetzt gehen wir dann mal rein in eine Runde. Was machen wir am besten? Ich würde sagen, machen wir einfach eine Solo-Runde. Ist eigentlich relativ egal, mit was ihr das macht, weil ihr müsst ja nur in einem Ort landen. Und ihr habt ja im Ladebildschirm schon gesehen, es ist definitiv eine Militärbasis. Und zwar diese da. So, jetzt müssen wir nur mal gerade gucken. Ich bin nämlich gerade selber nicht mehr ganz sicher, aber wir werden das direkt finden. Na, komm schon. So, da kommen der Sache schon näher, nämlich bei Holy. Holy, holy, holy. So. Und zwar die Militärbasis ist da. Ich hoffe, da fliegt halt jetzt gerade keiner hin, weil die Militärbasen natürlich alle besucht werden, wie bescheuert. Entweder soll man ja die Kisten da öffnen oder generell einfach dort landen. Also ich denke mal, dass wir definitiv da Leute sehen werden. Ich bin gerade überlegen, ob ich einfach in der Nähe landen soll und dann erst dahin gehen soll. Ich glaube, das wäre, glaube ich, sogar die schlauere Variante erstmal. Lass den einen da fertig looten, aber ich denke mal, dass auch einige aus Holy dann rübergehen werden und dann den Ort besuchen werden. Also das ist jetzt gerade ein bisschen schwierig. Dasselbe Problem werdet ihr natürlich auch haben. Natürlich könnt ihr das Ganze auch in Gruppenkeile machen, aber da wollte ich jetzt kein Risiko eingehen wegen der Flugroute. Aber wir gucken jetzt einfach mal, wie wir das Ganze hinkriegen. Dann komm, flieg nach Holy, lass mich in Ruhe. Ne, die fliegen alle zur Militärbasis. Dann würde ich sagen, machen wir das gerade anders. Da warten, bis die zwei da fertig sind. Machen wir mal einen auf ganz geheim. Stellen uns hier hinter den Baum und warten einfach mal. Weil der erste wird jetzt eh down gehen. Er wird seine Kiste öffnen. Und dann wird er eigentlich den Ort auch schon wieder verlassen, nehme ich mal an. So, da oben hinten sehen wir noch. Ja, jetzt kämpft er nicht eine Stunde rum. Er wollte jetzt auf Krampf noch die Kiste öffnen. So. Wie gesagt, ihr müsst halt da landen. Ich zeige es euch nochmal auf der Map. Wie gesagt, hier ist Holy. Und da müsst ihr in den Hangar rein. Ach, jetzt landet da noch einer.
Ich hoffe, er sieht mich nicht. Er will, glaube ich, nur das N haben. Da ist noch einer. Ach Leute, habt ihr denn nichts zu tun? So, gucken wir uns das Ganze mal hier an aus der Ferne. Ihr seht, da ist halt echt die Hölle los. Für so einen kleinen, in Anführungszeichen, Kackort. Vor allem, was machen die zwei da? So, ist jetzt bald mal Ruhe da hinten. Loote und dann kannst du weitergehen. So, jetzt ist er am Looten. Natürlich, sonst ist es immer schneller, aber ich will jetzt halt einfach auf Nummer sicher gehen und mir das hier nicht selber versauen. Wie ihr seht ja, wir kriegen trotzdem EP. Läuft alles wie geschmiert. So. Ist er jetzt weg oder nicht? Ne, er läuft noch rum. Er wird wahrscheinlich da noch reingehen, weil da unten kann ich euch auch als Tipp geben, da ist definitiv auch immer eine Kiste drin. So, er geht hoch. Ja, jetzt können wir weiterziehen. Ach, er holt sich das Lama. Er hat das Lama nicht gesehen. Habt ihr das Lama gesehen im Baum? Ja, er wollte nur sterben. Lol. So, ihr geht hier oben. Da oben seht ihr schon das N. So, da ist es. Zack, einmal einsammeln und schon Aufgabe erledigt. Ist ganz simpel. Wir holen uns jetzt noch gerade das Lama da aus dem Baum. Er hat es einfach nicht gesehen. Einfach ein Lama im Baum. Die EP hole ich mir nämlich dann auch noch mit. Man kennt ihn. Und dann sind wir auch schon fertig mit der Aufgabe. Ihr seht, es ist simpel. Und ihr habt ja auch gesehen, der eine Gegner, er wollte einfach nur hingehen, den Buchstaben einsammeln und weitermachen. So sind es halt zurzeit einfach die Lobbys. So, ihr seht ja, 1000 EP, die muss ich mir natürlich mitnehmen. Und wie gesagt, euch noch viel Spaß bei den Aufgaben. Das mit den Bandagen werde ich gleich auch noch hochladen. Und in dem Sinne, haut rein.